Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich mein Gewürz für Chili con Carne herstelle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Zuschauen. Wem es gefällt, kann gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Kommen wir kurz zu den Zutaten. Wir brauchen süßen Paprika, Kumin, Zuckerbraun, Chili, Kaffeepulver, Nelken, Piment, Rosmarin, Zimt, ein bisschen Kümmel, Salz, Cayennepfeffer, Oregano und Thymian. Das ist eine Grundmischung. Wer es ein bisschen schärfer mag, macht ein bisschen mehr Chili dran zum Beispiel. Wer es nicht so scharf mag, macht ein bisschen weniger dran. So, wir beginnen mit unseren 16 Pimentkörnern. Dann kommen 12 Nelken hinzu. Gewürznelken. Ein Teelöffel getrockneten Rosmarin. Und 3 bis 4 scharfe getrocknete Chilischoten. Das Ganze wird dann mit einem Stößel im Mörser zerkleinert. Wer sowas nicht hat, kann auch eine Küchenmaschine nehmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss es zerkleinert werden. Dann kommt noch ein Teelöffel Kümmel hinzu und das Ganze schön zerkleinert. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Es ist nicht super fein gemahlen, aber auch nicht mehr grob. Das tun wir alles in eine Schüssel hinein. Und dann fügen wir die anderen Zutaten hinzu. Ja, als nächstes kommen 1,5 Löffel Esslöffel Oregano dazu. Dann 1,5 Löffel Thymian. Dann 10 Löffel Paprika. Es können ruhig 10 gehäufte Esslöffel sein. Dieses Rezept von meiner Gewürzmischung reicht für viele Male Chili machen. Also nicht nur einmal, man kann viele Male Chili machen. Man braucht ungefähr für 1 Kilo Fleisch 2,5 bis 3 Esslöffel von der fertigen Gewürzmischung. Ja, als nächstes machen wir 3,5 Löffel Kumin oder auch Kreuzkümmel genannt in unserer Schüssel. Der ist schon fertig fein gemahlen, hat ein sehr intensives Aroma, aber genau das wollen wir beim Chili haben, zumindest bei Chili con Carne. Und jetzt fügen wir unseren braunen Zucker hinzu, 2,5 Esslöffel brauner Zucker. Der ist wichtig, wenn wir mit Wein kochen, dass die Süße und die Säure aufeinander abgestimmt sind. Jetzt kommt 1,5 Löffel Chilipulver. Man kann auch Chili-Granulat nehmen. Dann kommt 1,5 Löffel Cayennepfeffer. Also 1,5 Esslöffel Cayennepfeffer. Jetzt kommt eine ganz wichtige Zutat, Salz. Und das ist Zimt, und zwar 3 normal gefüllte Esslöffel Zimt. Und zu guter Letzt kommt unser Kaffee dran. Ich habe Instant-Kaffee, weil der sich gut auflöst. 2 Esslöffel. Jetzt wird das Ganze gut verrührt, dass die ganzen kleinen Klumpen, die sich gebildet haben, die müssen natürlich klein gemacht werden und alles gut vermischt. Man sieht, das Kumin bildet leicht Klumpen, aber das ist kein Problem, denke ich. Ja, und fertig ist unsere Gewürzmischung. Jetzt muss diese bloß noch abgefüllt werden in Gläsern. Am besten ist es in nicht durchsichtigen Gläsern oder in Büchsen.
sonst färbt es Paprika wird dann immer heller, also ist nicht mehr schön rot. Aber ich habe leider nichts anderes da. Bei mir steht es in der Speisekammer, die ist dunkel, dann dürfte das kein Problem sein. Ja, und das wären ungefähr zwei so eine Gläser voll. Das ein Glas reicht ungefähr für 3 mal 6 Liter Chili. Ja, jetzt seht ihr nochmal genaue Zusammenstellung meiner Gewürze. Das sind Paprika edelsüß 10 Esslöffel, Kumin, Kreuzkümmel 3,5 Esslöffel, Salz 1 Esslöffel, Zimt 3 Esslöffel, Gewürznelken 12 Stück, Piment 16 Stück, trockener Rosmarin 1 Teelöffel, Oregano 1,5 Löffel, Thymian und so weiter und so fort. Kann man ja lesen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.